Also gut, im letzten Review habe ich über ein Yuminiki Fangame geredet. Und in diesem reden wir erneut über ein Yuminiki Fangame. Ja, ich weiß. Ich sollte langsam aufhören, Reviews zu machen, die mit dem Thema Yuminiki zu tun haben. Aber ehrlich gesagt, ich kann nicht über Yuminiki Fangames reden und nur die traditionellen Fangames erwähnen. Es gibt auch noch die andere Seite der Fangames, wo die Charaktere aus Yuminiki verwendet werden und in ein Spiel eingebracht werden, was ein komplett anderes Gameplay als das Original hat. Gerne werden diese als originale Fangames bezeichnet. Anders als die traditionellen Fangames, wo schätzungsweise über 100 Spiele existieren, gibt es von den originalen Fangames eigentlich nur relativ wenig. Ist doch irgendwie verständlich, weil man muss nicht nur die Grafik selbst gestalten, sondern auch ein komplettes Spiel mit Engine und so weiter. Hauptsächlich verbindet man die originalen Yuminiki Fangames mit anderen bekannten Genres und Titeln. Wie zum Beispiel gibt es ein Yuminiki Half-Life Mod. Dann gibt es noch das Spiel Dream vs. Dream. Das Spiel selbst befindet sich noch in der Entwicklungsphase und das einzige, was wir wissen, ist, dass es ein Kampfspiel wird, wo die Charaktere aus Yuminiki, Yumetuki, Dotflow und vielen weiteren Yuminiki Fangames gegeneinander kämpfen werden. Und dann gibt es auch noch Hyuju Chiyu Gensu Kyoku, oder wie es von vielen Fans bezeichnet wird, Yuminiki Gensu. Würde man den Titel auf Deutsch übersetzen, würde es Kleines Mädchen Messerfantasie heißen. Bin ich eigentlich der Einzige, der meint, dass es sich wie ein Hentai anhört? Jedenfalls, dies ist der bekannteste Fangame unter der Originalkategorie. Schauen wir uns das doch mal an. In diesem Spiel bist du, wen sonst, Manuzuki. Doch statt nach Effekten zu suchen und die Welt der Träume zu erforschen, hast du diesmal ein Messer ausgerüstet und tötest absolut alles, was dir in den Weg kommt. Ich frage mich gerade, welche Geschichte dieses Spiel haben könnte. Ist dieses Spiel eine Fortsetzung zu Yuminiki? Ich meine, das einzige, was in der Zwischensequenz erscheint, ist Manuzuki, wie sie mit einer weißen Kugel zum pinken See reist, bevor das Spiel startet. Vorstellen könnte ich mir, dass nach dem Ende von Yuminiki Manuzuki eins mit den Welten wurde, die sie immer in ihren Träumen gesehen hat. Möglicherweise akzeptieren dann die Traumbewohner Manuzuki nicht oder irgendjemand befiehlt ihnen, Manuzuki anzugreifen. Wer weiß das ehrlich gesagt schon? Kann doch auch sein, dass Manuzuki die Böse ist. Gameplay-mäßig könnte man dieses Spiel mit Castlevania Symphony of the Night vergleichen. Du läufst herum, tötest jedes Monster, was dir über den Weg läuft, erhältst Erfahrungspunkte, steigst ein Level auf, wirst stärker und erlernst Kampffähigkeiten. Der Unterschied ist, dass du in diesem Spiel keinerlei Items kaufen kannst. Du kannst auch keinerlei Ausrüstung anziehen. Zusätzlich zu dem Symphony of the Night-Gefühl verwendet dieses Spiel auch ein Kombo-System für deine Kampffähigkeiten, was man aus diversen Kampfspielen kennen müsste. Wenn du das Menü aufmachst, kannst du dir anschauen, mit welcher Kombination du welchen Angriff einsetzen kannst. Wenn du aber eins dieser Menschen bist, die in sowas richtig schlecht sind, gibt es auch die Möglichkeit, die Hotkeys 1 bis 0 einzusetzen. Fast alle Fähigkeiten haben bei Manuzuki in Bezug auf das Messer. Du kannst Schockwellen erzeugen, ein Shoryuken einsetzen, einen Schlag erzeugen, der selbst den Donner gleicht, oder mit mehreren hintereinander folgenden Angriffen seine Gegner niedermetzeln. Nur die letzte Fähigkeit ist anders. Hier bist du in der Lage, den mächtigen Face zu rufen. Das letzte, was ich ehrlich gesagt erwartet hätte, ist, dass Manuzuki eines ihrer schlimmsten Albträume als Waffe benutzt. Und der Angriff sorgt dafür, dass die ganze Fläche mit weißen Laserstrahlen angegriffen wird. Ja, reden wir nicht drüber. Die Kontrolle ist simpel. Die Pfeiltasten bewegen dich, Z lässt dich angreifen, mit X springst du, mit C sorgst du für einen Rückwärtssprung, um Attacken auszuweichen, und mit S erscheint das Menü. Das Problem dabei, in der japanischen Tastatur ist Z mit Y vertauscht, was es für uns in Deutschland schwieriger macht, das Spiel mit Tastatur zu spielen. Es gibt keinerlei Möglichkeiten, in dem Spiel die Kontrolle umzustellen. Wenn du das Spiel spielen willst, würde ich einen Controller und ein Programm empfehlen, wo du deine Tastatur
auf den Controller einstellen kannst, wie zum Beispiel in X-Padder. In anderen Fangames, wie zum Beispiel die Toho-Fangames, Super Marissa Land oder Mega Mari, bieten sie dir nicht nur die Möglichkeit, die Controller zu wechseln, sondern auch die Einstellungen, das Spiel mit Controller zu spielen. Dieses Spiel bekommt es hin. So, warum nicht dieses? Sogar das neueste Castlevania für den DS bietet die Möglichkeit, die Kontrolle zu ändern. Grafisch gesehen sieht das alles ganz gut aus. Nur ich weiß nicht, ob die Chibi-Darstellung der Charaktere wirklich zu den originalen Spielen passt. Und die Musik? Ich weiß nicht wieso, doch es erinnert mich sehr stark an Castlevania. Und ja, ich mag die Musik. Reden wir mal über die Welten im Spiel. Es fehlt ehrlich gesagt ein sehr großer Anteil der Welten. Nur der pinke See, der Geisterwald, die Monochromwelt, die Graffiti-Welt, die Hölle, die blaue Version der Hölle und eine Blutversion des pinken Sees sind im Spiel zu finden. Wenn man New Maniki gespielt hat, dann weiß man, dass es eine sehr große Anzahl an Welten im Spiel auftauchen. Wo ich dann persönlich verstehen kann, dass nicht jede Welt in diesem Spiel eingebracht werden kann. Aber warum eigentlich nur 5 Welten? Dadurch fühlt sich das Spiel wirklich sehr kurz an. Ich brauche ehrlich gesagt nur 2 Stunden, um das gesamte Spiel durchzuspielen. Die Gegner sind, wie man erwarten kann, Monster aus New Maniki. Was mich aber am meisten wundert, ist, dass viele Gegner an Orten platziert sind, wo sie überhaupt nicht hinpassen. Zum Beispiel sind die Kreaturen aus der Neonwelt in fast jedem Teil des Spiels verteilt. Das gleiche ist auch mit den Monstern aus der Monochromwelt, obwohl sie in diesem Spiel eine eigene Welt haben. Es kommen sehr viele Gegner im Spiel vor, dessen Welt aus dem Original nicht hinzugefügt wurde. Die Bosse im Spiel bestehen zum Teil aus Charakteren, die mit Events zu tun haben. Man kämpft gegen Monoko, Monoe, Masada, Poniko und Oboa. Andere Monster sind zum Beispiel die Monster aus der Famicom-Welt, das Monster, was wie eine schwangere Frau mit abgeschlagenem Kopf aussieht, Dunilomanik, Tori Ingen und Shadow Madatsuki. Ein Gegner, den ich in diesem Spiel wirklich hasse, ist der Weiße Geist. Sobald man ihm zu nahe kommt, stürmt er auf dich zu. Mit normalen Angriffen riskiert man, von ihm getroffen zu werden, und ist er erst bereits an deinem Nacken, ist es ein Schmerz, ihn wieder loszuwerden. Das Spiel liebt es umso mehr, ihn an Stellen zu platzieren, wo man runterfallen kann und wieder in eine Ebene zu landen, wo die Monster respawned sind. Okay, wenn ich fair bin, ist er im späteren Verlauf viel einfacher zu töten.
Doch, der Gegner taucht schon so früh auf, dass man in der Situation nur geringfügig was gegen ihn ausrichten kann. Das Beste ist einfach, Spammer-Kampfattacken, bis er tot ist. Das andere, was mich an diesem Spiel stört, ist, dass dieses Spiel keine Ingame-Map hat. Es kann sehr nervtötend sein, wenn man keine Ahnung hat, wo man als nächstes hin muss. Das Spiel ist zwar nicht so groß wie seine Inspiration, dennoch groß genug, um gelegentlich seine Orientierung zu verlieren. Persönlich gesehen finde ich, dass Yuminiki Gens so ein gut umgesetztes Spiel ist. Nur ich finde, es sollte mehr von Yuminiki enthalten. Trotz dessen ist es ein spaßiges Spiel und ein Muss für jeden Yuminiki-Fan. Also, das war mein Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nicht, sagt mir, was ihr an meinen Reviews ändern solltet.